Auch sehr krass. Das sind so Filme, die hinterlassen bleibende Eindrücke. Nicht, dass die zu meinen Lieblingsfilmen zählen. Nein, 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 nein. Das tut eher so Bud Spencer, so eher so die leichte Kost. Ist mir dann doch lieber. Solche Filme muss ich jetzt nicht ständig gucken. Also, nein, ist auch schon wieder was erzähle ich, keine Ahnung. So ist das auch gar nicht gemeint. Also, was ist denn los hier? Die sind schon cool, die Filme. Also, sollte man auch unbedingt gesehen haben. Sehr sogar, sehr cool, sehr empfehlenswert. Ist aber jetzt nicht, ja, das, was ich vorziehen würde. Also ich ne, schaue mir halt lieber so leichte Kost an. Lustige, leichte Kost, wo du nicht großartig überlegen, wo man sich einfach berieseln lassen kann, um einfach mal abzuschalten. Und ja, naja, es geht natürlich nichts über Spencer-Filme, also habe ich alle. Habe ich alle. Vor allen Dingen, wo sie im Duo auftreten. Also ich habe nicht alle Bud Spencer-Filme, da fehlen mir noch ein paar, weil der hat ja 118 Filme gemacht, glaube ich. 118, soweit ich weiß. Und so viel habe ich natürlich nicht. Ich hab aber wirklich alle, wo Bud Spencer und Terence Hill zusammen auftreten. Und ich glaube, der erste war. Ich wollte gerade gucken. Freibeuter der Meere oder so, oder Hannibal oder nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also selbst die von, ich glaube der erste war von 56, 1956, bin ich mir ganz sicher. Ich könnte mich jetzt auch täuschen. Was ist denn das da hinten? Kenne ich das schon? Eine Himmelseiche. Schaut sie euch an. Welch prächtiges Gewüchs. Ich bin hier wieder im Land der Himmelseichen. Fahren. Im Land der Himmelseichen. Sowas finde ich, weißt du, aber meine scheiß Mangrove. Jetzt habe ich vielleicht schon einen übersehen beim Quatschen oder so. Wer weiß das schon? Ich habe bestimmt mal irgendwann einen übersehen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, noch nie an einer Mangrove vorbeigelaufen zu sein. Mit Sicherheit habe ich irgendwo eine übersehen. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare dann. Und auch in welcher Folge. Dann kann ich mir das selber mal angucken und vielleicht zu diesem Ort zurückkehren, wenn ich bis dato da noch keine gefunden habe. Ich habe nur selber keine Lust, jetzt hier mir 130 Folgen nochmal anzugucken. Vor allem, ich sehe mich sowieso nicht gern, weil ich mich nicht hören kann und überhaupt. Schlimm genug, wenn ich mich beim Schneiden ständig da nochmal hören muss. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, es wird dunkel. Ey, ich sehe nichts mehr. Was ist das denn für ein Scheiß da? Ups. Ich lebe gefährlich hier. Aber es ging gerade noch so. Es sieht schon fett aus, muss ich sagen. Die Himmelseiche ist noch nicht aufgebaut. Es sieht schon sehr fett aus. Oh Mann, hier wieder rein.
Da sehe ich auch nichts. Ist das da? So ein Jungle. Ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich auch, war ich überhaupt schon mal in einem Biom, wo nur Dschungelholz und sowas zu finden ist? Ich bin mir nicht sicher. So, was ist das hier wieder für ein Prachtbrunnen? Was soll das hier darstellen? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh. Oh, oh. Ich hätte eigentlich nur mal gerne... Hier nirgendwo eine verdammte Truhe, sag mal, wenn ich hier schon unter den Dingen bin, muss es wieder irgendwas geben. Das kann ja nicht sein. Hier ist ganz viel Kreide und Kreide ist schön. Kreide nehme ich was mit. Ich glaube, da hatte ich nämlich gar nicht so viel von. Ich wollte mal gucken, wo es da hingeht. Na toll. Ich hau ab. Bleib mir vom Leib. Schon ein bisschen was sammeln, dann ich bin mir jetzt trotzdem sehr unschlüssig, was das hier sein soll. Hier muss doch irgendwo, ich wette, ich habe was übersehen. Den Schatz habe ich übersehen. Tannenholz. Hier oben ist auch nichts, verdammt. Keine Mangroven oder irgendwas. Nee, natürlich nicht. Ach komm, ey. Welche Richtung muss ich denn jetzt eigentlich? Oh, ich muss mal gucken. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei?
So, was habe ich denn hier noch? Käse. Hab ich. Oh, ist echt schon alle. Es ist schon alle. Ist ja nicht zu fassen. Jetzt will ich wieder fressen, so ein Weltmeister. Ja, voll drauf. Guck mal, wird mir sogar angezeigt. Okay. Was ist das denn da? In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Weiter straight nach Osten. Okay. Ich muss jetzt auch langsam zurück. Es bringt nichts. Dann finde ich halt keine Mangroven. Das ist doch scheiße. So, hier. Hier gibt es auf jeden Fall Dingens. Jungle Wood. So, hier ist auch Tropenholz. Bin ich voll? Tropenholz jetzt liegen. Sehr schön. Ich mach mal eben den hier. So. Was habe ich hier nur alles für einen Scheiß drin, ne? Ach, es kann nicht wahr sein. Warte mal. So. Ich muss mal eben aussortieren. Das aus. Das aus. Pfeil, das hier. Was haben wir hier? Andesit, Pflasterstein. Gneis, keine Ahnung. Marmorschüssel 2 behalte ich mal. Migmatit habe ich, kenne ich auch noch nicht. Eine Kartoffel, die kann auch weg. So. Kann ich da irgendwas hinpacken? Nö. Dann, mach ich mal eben den hier. Okay. Das sieht alles nicht, sieht alles nur nach Totenholz aus. Mensch, ich will doch nur ein Ort zum Pennen. Jetzt hör doch mal auf hier, warte mal. Was hat denn die Möglichkeit? So. Okay, ich muss immer noch weiter nach Osten.
Hallo, hallo, was bist du denn hier? Was seid ihr denn hier? Was? Ist das hier eine Mangrobe? Gibt's böse Fische gibt's hier? Eichenholz, leck mich doch. Das kann doch nicht wahr sein. Seit wann wachsen denn Eichen im Wasser? Wie sieht das überhaupt aus hier? Ist sowas normal? Keine Ahnung. Es würde mich echt mal stark interessieren, ob ich hier überhaupt irgendwo schon mal Mangrovenholz und Kompass hatte. Also ich meine, ob ich schon mal irgendwo dran vorbeigelatscht bin. Kann ich jetzt hier auch so nicht erkennen, aber egal. Das ist lustig mit der Karte. Cool. Da sehe ich, wo was ist. Guck mal da oben, da ist ein Gebäude. War ich da schon? Vermutlich nicht. Was? Da oben sehe ich ein Gebäude. Da muss ich dann mal hin. Das ist natürlich... Ja. Ich gehe da jetzt auch hin. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Gucken wir mal hier. So, jetzt ziehe ich Richtung Norden. Ach du Schande. Das war klar. Sag nicht, ich muss da hoch auf den Berg. Sag nicht, ich muss da hoch auf den Berg. Sag nicht, ich muss da hoch auf den Berg. Shit, ich sehe es auch nicht. Tatsache. Ich muss da hoch auf den Berg. Ja, es ist natürlich... ungünstig, nenne ich es mal. Wie soll ich denn da hochkommen?